Helmut Hecker, das buddhistische Nirvana, Teil 2. Das Verhältnis von Samsaro und Nirvana. In vielen Lehren wird das Verhältnis zwischen dem Absoluten und der Welt so dargestellt, als ob die Welt aus dem Absoluten hervorgegangen sei. Dabei lehren die Glaubensreligionen, Gott habe die Welt aus sich heraus als etwas Gutes geschaffen, während der von ihm geschaffene Mensch in Sünde gefallen sei. Das Ziel des Menschen sei nun die Rückkehr zu Gott, die Rückkehr ins Paradies, in die Heimat. Die mystischen Religionen und die Mystik in den Glaubensreligionen lehren dagegen, am Anfang sei ein Nichtsein gewesen und aus ihm sei die leidige Welt herausgefallen. So heißt es im Hinduismus, weder kommt etwas zur Welt, noch stirbt etwas irgendwo oder irgendwann. Es tut sich nur das Brahman auf, indem es sich zur Welt der Erscheinung entfaltet. Und ebenso lehrte im Abendland Plotin eine Emanation. Aus dem einen habe sich die Vielfalt entwickelt, eine Evolution mit umgekehrtem Vorzeichen. Diese Lehre vertrat auch Dionysius Areopagita und ihm folgend die mittelalterliche Mystik. Alle diese Lehren fordern den Menschen auf, zum einen und heilen zurückzukehren. Sie kranken indes daran, dass jenes als Anfang gesetzte Sein oder Nichts offensichtlich ein sehr Seinsträchtiges Nichts ist, das jederzeit wieder etwas emanieren kann, sodass der ganze Leidensprozess von neuem beginnt. Wenn aus der Einheit Vielheit werden kann, dann ist dies eine zwangsläufig zur Einheit gehörige Eigenschaft. Die sogenannte Einheit birgt demnach die Vielheit als Möglichkeit in sich, ist also mangelhaft, ist keine Vollkommenheit. Es ist ebenso wenig das Absolute wie ein persönlicher Schöpfergott. Es gibt bei beiden Lehren keinen Endzustand, sondern nur ein ewiges Kreisen, ein Pendeln zwischen Ruhe und Bewegung, Sein und Werden, Einheit und Vielheit. Wie löst nun der Buddhismus das Problem? Konsequenterweise, aus dem Nirvana, der heilen Situation der Wunschlosigkeit, kann niemals der Samsaro, die Leidenssituation der Kanda, werden. Beides schließt sich gegenseitig aus. Es ist denkunmöglich, einen Urquell und Urgrund aller gewordenen Dinge anzunehmen, der selber außerhalb des Gewordenen liegt. Alle Dinge bestehen nämlich nur Kraft, Bedingtheit, wechselseitig aufeinander bezogen in einem Raum Zeitgeflecht. Dieses Bedingte und Gewordene ist durch nichts anderes bedingt und geworden als durch sich selbst. Bedingtes kann nur aus bedingtem entstehen. Das ist das Gesetz, des kreisförmig sich gegenseitig bedingens. Der Samsaro als ein Bedingungskreis ist als solcher anfanglos. Wo Kreis ist, gibt es keinen Anfang. Wo Kausalität als das Geschehen der Bedingtheit ist, da ist anfangloses, immerwährendes Werden, Entstehen und Vergehen, Wechsel und Wandel. So zeigt der Buddha im Bedingungszusammenhang, dass Unwissen der Motor des Samsaro ist, mit welchem sich dieser sozusagen immer wieder selber aufzieht. Das Ungewordene und Unbedingte, das Absolute, das Wunschlose dagegen strahlt weder etwas aus, noch holt es etwas heim. Es ist das Ganz andere, das in keinem Verhältnis zum Samsaro steht. Der Grund, warum alle die genannten Lehren einen Anfang und eine Schöpfung setzen, das heißt im Unwissen über den Kreiszusammenhang verharren, wird durch eine Situation nahegelegt, deren Verführung man sich durchaus nicht so leicht entziehen kann. Die Existenz ist nämlich in der Tat eine Stufenfolge von Schichten, von der gröbsten bis zur feinsten. Sinnenwelt, Formwelt, Nichtformwelt, so lautet die stichwortartige Einteilung der letztmöglichen Kategorien im Buddhismus. Die Mystiker nun erleben diese immer tieferen Schichten. Sie überwinden die Sinnenweltstruktur, erreichen die formhafte Lichtwelt, überwinden auch diese und gelangen zur Formfreiheit ersten bis vierten Grades. Wenn Sie nun aus irgendeiner der vier formhaften und formlosen Versenkungsstufen zurückkehren und wieder Ihren Leib erleben, dann deuten Sie dies Phänomen so. Aus dem jeweils erlebten Einen sei die Welt hervorgegangen. Erst war das eine, dann wurde Welt. Und diesen Vorgang deuten Sie kausal. Das gilt entsprechend auch für die Weltzyklen. Es heißt, dass am jeweiligen Beginn eines neuen Äons sich Brahma eine Weltentwicklung zeigt, die er dann als seine Schöpfung ansieht. Erst war er, dann war Welt. Also schuf er die Welt. In Wirklichkeit ist es so, dass jeder Weltanfang nur die Fortsetzung des anfanglosen Prozesses von Werden und Vergehen ist. Vor dem jeweiligen Weltanfang war ein Weltuntergang, danach war eine Zeitlang Ruhe. Dann aber zeigte sich wieder die nur verborgen gewesene Tendenz zum Weltentwurf. Und die ganze Entwicklung beginnt von neuem. Es entsteht dabei weder aus der Ruhe Brahmas noch aus der Vertiefung des Mystikers Welt, sondern Welt war nur zeitweise verdrängt und zeigt sich dann wieder die früher geschaffenen welterlebnisse treten nun heran und darum nur darum endet die ruhe brahmas oder des mystikers ob individuelle vertiefung oder kosmischer weltanfang es ist immer dasselbe prinzip dass nicht aus der ruhe bewegung wird sondern dass eine nicht genügend stabile ruhe wieder von bewegung überflutet wird aus gewordenem wird Gewordenes. Aus feinem Erleben wird wieder grobes Erleben, weil noch grobe Tendenzen und ihre Auswirkungen vorhanden sind. Die Wunschlosigkeit des vollkommenen Nirvana nun ist die endgültige Aufhebung jeden Wunsches, so dass es auch keine Latenz mehr gibt, aus der wieder Vergängliches entstehen könnte. Dabei liegt es nahe, in umgekehrter Weise zu denken, das nämlich nicht aus Nirvana Samsaro, sondern aus Samsaro Nirvana würde. Der Heilige, der sich die Wunschlosigkeit erkämpft hat, ist doch ein Heiliger geworden. Er hat sich aus der Verstrickung im Samsaro zum Nirvana hin entwickelt. Er hat die zahllosen Wünsche überwunden und ist nun wunschlos. Zunächst war also keine Wunschlosigkeit, jetzt aber ist sie. Somit schließt man, das Ungewordene, Nirvana, ist aus dem Gewordenen hervorgegangen. Dann aber ist es kein Ungewordenes mehr, sondern ein Sonderfall von Gewordenem. Wie steht es also damit? Nun, es liegt auch in jener Deduktion ein Denkfehler. Man setzt nämlich stillschweigend damit Samsaro als das wahre Sein. Und Nirvana wird dann ein bloßer Ausfallwert, und zwar entweder eine Schöpfung des Ich oder eine Vernichtung des Ich, wie noch zu zeigen sein wird. Nirvana ist aber alles andere als ein Ausfallwert. Die Wunschlosigkeit wird nicht erzeugt und geschaffen, sondern es werden vielmehr die Wünsche abgeschichtet, so dass das Nirvana im Maße der Abschichtung immer deutlicher hervortritt. Und zuletzt allein übrig bleibt. Nirvana war immer. Es wird durch Wünsche überhaupt nicht berührt und verändert. Es ist das einzig Wirkliche, kann man sagen, falls man aus dem Begriff das Wirken herauszieht. Bei tieferem Blick erweist sich der ganze Samsaro als ein Wahn, als ein Schein, eben eine auf Unwissen beruhende Täuschung die ein Sein vorspiegelt. Das Wünschen meinte, es gäbe Dinge an sich und schuf sich diese Dinge, die aber alle vergänglich sind. Die Dinge fließen, sind keinen Augenblick dieselben, und dieses ganze Fließen ist durch Annehmen geworden und geschaffen. Im Geschaffenen das Geschaffene weiter bejahen, positiv bewerten, genießen, das ist die Schöpfung des Samsaro. In jedem Daseinsmoment liegt bereits der ganze Samsaro. Der Anfang der Welt liegt nicht in der Zeit, sondern im jeweiligen Bewusstseinsmoment. Das Erscheinen der Kanda liefert auch die Scheinbegründung einer Zeit, innerhalb welcher sie ablaufen und sind. Der Samsaro legt es nahe zu meinen, er sei an sich und sei ewig für immer. Was scheint näher zu liegen, als dass das Anfanglose endlos sei? Auch hierin liegt wieder ein Denkfehler. Das Verhältnis von Samsaro und Nirvana ist nicht ein solches von zwei Größen auf gleicher Ebene, sondern ist das Verhältnis von Schein und Sein. Wenn eine Seifenblase zerplatzt, dann hat sich ihre Vergänglichkeit und Nichtigkeit, die auch vorher schon war, nur manifestiert. So ist also die Aufhebung des Samsaro nicht die Aufhebung von etwas, sondern nur das Verschwinden des Nichtigen. Im Nirvana ist der Samsaro aufgehoben, weil der Schein endgültig durchschaut ist. Ein Schein kann überhaupt nur mit Hilfe der Durchschauung erlöschen, dann aber endgültig. Die Wunschlosigkeit ist dann die ewige Abwesenheit des Wünschens, während umgekehrt das Wünschen nur die momentane Abwesenheit der Wunschlosigkeit war. Die Wunschlosigkeit ist immer stärker und überzeugender, weil nämlich alle Wesen wohlwollen und weil es dies eben nur in der Wunschlosigkeit gibt. Die Wunschlosigkeit ist also ewig unverändert vorhanden. Der Samsaro ist lediglich eine Zutat, eine Überdeckung, ein Traum und Schatten, dessen ganze Stärke nur darin besteht, dass man an ihn glaubt. Wenn in einem Kino Bilder auf die Leinwand geworfen werden, dann ist die Leinwand immer dieselbe, ob Lustspiele oder Kriminalfilme erscheinen, ob Schwarz-Weiß oder Farbfilme. Ebenso ist das Nirvana immer dasselbe, was für Bilder auch der Traum Samsaro produziert und projiziert. Oder auch die Wunschlosigkeit ist immer vorhanden, wie die Stille. Alle Töne sind nur Überdeckungen der Stille. Vor, während und nach den Geräuschen ist die Stille unverändert, ist absolut unbedingt. Sie entsteht nicht erst durch Aufhören der Geräusche, sie wird von ihnen nicht beeinflusst und sie hat keinen Einfluss auf die Geräusche. Ist das Nirvana für mich Vernichtung? Eine nicht wenig verbreitete Vorstellung verbindet mit dem Begriff des Nirvana die Vorstellung eines absoluten Nichts, das ich als individuelles Verlöschen darstelle, während die Welt und die anderen im Samsaro weiter bestehen. Das Nirvana ist hier nichts anderes als ein personaler Ausfallwert. Es ist die Negation des Ich, das Ausstreichen einer vorher gewesenen Größe, eben deren Annullierung. Nirvana denkt man sich wie folgt. Einer unter drei Milliarden Menschen und unzähligen Geistern ist erloschen, ist zur Null geworden. Eine einzige Winzigkeit ist verweht und hat nun Ruhe. Aber der Teufel, der diese Vorstellung zur Abschreckung vor dem Nirvana suggeriert, hat noch zu kräftigere Bilder. Da brennt ein wärmendes, leuchtendes Feuer. Es wird gewaltsam ausgeschlagen und niedergetreten. Jeder Funke wird radikal ausgelöscht. Was übrig bleibt, ist schwarze, kalte Asche in der Finsternis. Oder noch konkreter, das Nirvana als individuelle Vernichtung wird gedacht vom Standpunkt dessen, der noch tausende von Trieben von seinem Ich ausstrahlen lässt, die mittels des Körpers tausend Objekte lieben. Das Nirvana ist dann für einen solchen die Vernichtung all dessen, was ihm lieb und wert ist, die Vernichtung aller Erfüllungsmöglichkeiten. Die Tendenzen greifen ins Leere, ins gähnend hohle Nichts. Ein Ich mit tausend Tendenzen nimmt die Vernichtung von Körper, Besitz und Erfüllung wahr. Das ist in der Tat die wahre Hölle. Genau das will aber der böse Geist erreichen. Er macht das Nirvana zur Hölle, um den Samsaro in Gang zu halten. Er stellt den Samsaro als Positivum hin und das Nirvana als dessen Vernichtung. Wer aber wollte sich selbst vernichten? Keine Angst vor dem Nirvana, hieß der Titel eines Vortrags, was zeigt, dass die Menschen eine nihilistische Vorstellung vom Nirvana haben, denn nur dann gibt es dergleichen wie Angst davor. Wie steht es also mit der Vernichtungslehre? Warum und wieso ist sie eine Erfindung des Teufels? Ein Produkt des bösen Geistes? Schon zu Lebzeiten des Buddha wurde vom Abgrund der Entsagung gesprochen, der sich erst bei der Schauung schließe. Es wurde vom unverständigen Zittern aus inneren Gründen gesprochen, wo jemand sich durch die Lehre als Ich vernichtet wähnt. Die Götter, die sich ewig wähnten, Bekamen Angst vor der Lehre, die ihre Illusion enthüllte. Ja, es wird sogar als generelles Merkmal für den auf dem Pfad zur Frucht der Sotapatti Stromeintritt befindlichen gesagt, dass er einem eben erst geborenen Kälbchen gleiche, das mit Wehgebrüll der Mutter entrissen sei. Erst im vollen Besitz der Sotapatti beginnt die Lehre Freude zu machen, das heißt. Die Lehre vom Nirvana und dem Weg dahin. Und gar erst der nicht gelangt bei der Darlegung der Auflösung der Persönlichkeit stets zu Freude und Befriedigung. Das Entscheidende an der größten geistigen Operation, die nur die Erwachtend vollziehen können, ist folgendes: Man muss zuerst den Ich-Gedanken aus den als vergänglich erkannten Dingen herausziehen. Dann, und nur dann kann einen deren Vergänglichkeit nicht mehr stören. Solange ich etwas Vergängliches als mein Selbst ansehe, muß ich mich selbst bei dessen Vergehen vernichtet fühlen. Aus Angst vor der Vernichtung ergreife ich dann in meiner Verblendung eine neue vergängliche Daseinsweise, um einen Halt zu haben. Die Angst vor dem Vergehen des Ich ist also geradezu der Motor, der die Wiedergeburt in Gang hält. Es ist absurd und sinnlos, aber solange man keinen Ausweg daraus sieht, keine Entrinnung, so lange folgt man diesem Sog. So musste der Erwachte sich ausdrücklich wehren gegen die ihm unterstellte Ansicht des Nihilismus, gegen die Lehre von der Zerstörung, Vernichtung und Aufhebung des lebendigen Wesens. Was ich nicht bin und nicht rede, dessen bezichtigen mich jene grundloser, nichtigerweise, fälschlich, mit Unrecht. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die Lehre der Erwachten zielt nicht auf Vernichtung des Ich, sondern auf Rettung und Erlösung. Das dürfte eigentlich selbstverständlich sein, aber gerade das Selbstverständliche sieht man so schwer. Zur Rettung und Erlösung ist es nun notwendig, das, was als ich angesehen wird, gründlich zu prüfen, ob es wirklich Halt und Zuflucht bietet. Und nur das, was nach gründlicher Prüfung von mir als haltlos, unbeständig, unzuverlässig, leidbereitend, verstörend durchschaut wird, das ist loszulassen. Ja, und das braucht mir niemand zu empfehlen, ich lasse es schon von selber los, weil ich ja Wohl und Beständigkeit will. Ich muss also nie und nirgends ein Positives vernichten oder loslassen, sondern ich muss unerschütterlich werden, wenn die Daseinsfaktoren sich so ändern, dass sie mir entrissen werden. Wenn ich schließlich alle Tendenzen aufgehoben habe und völlig wunschlos bin, dann mag auch die Welt untergehen. Es betrifft mich in meinem wunschlosen Glück nicht mehr. Außerdem ist die Welt immer nur Gegenbegriff des Ich. Es wird nicht etwa ein Ich vernichtet, während eine Welt mit anderen Ichs übrig bleibt. Vielmehr begreift die gründliche Durchschauung der Kanda mit ein, dass der Unterschied Ich, Welt entfällt und sich auflöst. Beides ist dann entlarvt als Schein, als Erscheinung, als Spiegelbild des Wünschens, das heißt des Mangels. Beides ist Produkt des Mangels, ebenso wie Fieberfantasien Produkte des Fieberns sind. Das Nirvana ist Erlösung nicht in Form einer Ich-Vernichtung bei Fortbestand der Welt, sondern es ist Erlösung in Form einer Durchschauung von Ich und Welt, die sich in gleicher Weise als wahnhaft erweisen. Eine Illusion kann nie real vernichtet werden, denn gerade das würde ihre Realität voraussetzen. Vernichten lässt sich nur Reales, nicht aber eine Illusion. Diese ist nämlich bereits dadurch aufgehoben, dass sie durchschaut ist. Wenn ich den Inhalt eines schön lackierten Topfes als Jauche erkenne, dann ist mit dieser Durchschauung meine Illusion einer insgesamt schönen Sache aufgehoben. Da es mir um den Inhalt ging, so ist es mir gleich, ob der Topf weiter besteht oder nicht. Man kann sagen, Wer das Nirvana für Vernichtung von etwas hält, meint überhaupt gar nicht das Nirvana, sondern ein Etikett, einen Begriff, der seinem Inhalt widerspricht. Die Angst vor dem falsch vorgestellten Nirvana der Vernichtung ist dann sogar berechtigt, denn jedes Wesen strebt nach Glückseligkeit, nach dem wunschlosen Glück, eben der Sache Nirvana nicht nach dem Etikett. Wer erkennt, wo wunschloses Glück wirklich liegt, der strebt auch dahin. Dabei lassen sich drei Ich-Aspekte unterscheiden. Erstens, das gewöhnliche Ich ist der aus Verblendung geborene Name für den Akteur des Aufschichtens, Ergreifens, Anhangens, Annehmens. Ich will für mich etwas haben. Ich will etwas vom Leben haben. Das heißt, es ist Durst da nach Dingen, durch deren Ergreifen scheinbar der Durst gelöscht, tatsächlich aber verewigt wird. Zweitens. Vermittels und während der Durchschauung des Durstes wird jetzt ein anderes, edleres Ich ausgebildet. Nämlich das loslassende, abschichtende Ich. Ich bleibt dann nur noch derselbe Name, dasselbe Etikett, erhält aber eine ganz andere Funktion. Ich ist jetzt der Name für den Vorgang des Auflösens und der Läuterung, die immer tiefere Schichten einbezieht. Wer dieses Ich leugnen wollte, würde sozusagen sich selbst den Ast absägen. Würde dem eigenen Streben nach Wohl und Frieden widersprechen. Nur mittels dieses zweiten übergeordneten Ich-Gedankens, manchmal Selbst genannt, wird das niedere Ich überwunden. Das ist das Ich als Zuflucht und Leuchte, das Selbst, welches der Herr des Selbstes ist. In unzähligen Formen spricht der Buddha, in den Lehrreden von diesem Ich, das ein praktisches Phänomen, kein theoretischer Begriff ist. Aber wer aus diesem praktischen Ich, das man vielleicht ein notwendiges Übel nennen könnte, nun wieder ein theoretisches Ich in Form einer ewigen Substanz macht, der hindert ebenfalls die Erlösung. Drittens. Ist aber alles Anhangen aufgelöst, aller Durst erloschen, alles Wünschen verschwunden im wunschlosen Glück des vollendeten Nirvana, dann ist auch das Floß überflüssig und kann entlassen werden. Nirvana heißt, nichts mehr formulieren wollen, nichts mehr unterscheiden wollen, nichts mehr sein und haben wollen. Nur da ist wunschloses Glück, wo nichts mehr getan und gewirkt werden muss. Der Gedanke Ich ist aber ein Wirken. Darum kann man hinsichtlich des vollkommenen Nirvana nicht mehr von Ich, aber ebenso wenig von Nicht-Ich sprechen. Auch Nicht-Ich ist ja eine Formulierung und Unterscheidung, daher dem Nirvana ungemäß. Das Nirvana steht jenseits der Festlegung durch Worte, jenseits von Ja und Nein von sein und nichts, wie auch jenseits der Begriffe Samsaro und Nirvana, Immanenz und Transzendenz. Aber es steht auch jenseits der Formulierung, dass es jenseits der Formulierung stehe. Der Buddha gibt ein Gleichnis. Wer eine Stadt erreichen will und nach langer Wanderung dort ankommt, der muss nicht bei der Ankunft noch extra seinen Willen zur Ankunft vernichten. Mit dem Eintreffen in der Stadt erledigt sich das, ich will zur Stadt, fällt in sich zusammen. So auch ist es mit dem Nirvana. Ist das Nirvana für mich Ewigkeit? An sich ist mit den Ausführungen des vorigen Abschnittes auch das Problem eines ewigen Ich im Nirvana gelöst. Aber der Ich-Gedanke ist so zäh, dass er sich unter dem Deckmantel aller möglichen Formulierungen doch wieder eine überzeugende Rechtfertigung zu erschleichen sucht, die das Wissen vergessen lässt. Alle Formulierungen sind es nicht. Das Gegenteil der Ich-Vernichtungslehre besagt, dass im Nirvana ein ewiges Ich sei. Diese Lehre stellt das Nirvana etwa als einen Zustand hin, den das Ich erreicht, und indem das Ich unter Beibehaltung seiner sich abgrenzenden Individualität verweilt. Da wird das Nirvana als Heimat des Ich bezeichnet, als der ihm allein angemessene Zustand des transzendentalen Ich oder transzendenten Ich. Nach dieser Lehre erreicht das Jenseits der Kanda als bestehend angenommene Ich irgendwann einmal das als jenseits der Kanda bestehend angenommene Nirvana und diese ihm entsprechende Umgebung ist sein individuelles Wohl. Entgegen solchen Lehren steht zunächst die Aussage, dass auch Nirvana an Atta ich ichlos sei. Jedenfalls wird der Satz, alle Dinge sind an Atta so ausgelegt, dass sowohl die zusammengesetzten als auch die nicht zusammengesetzten Dinge an Atta seien. Gegenüber dieser Formulierung wird dann erklärt, Nirvana sei eben so lange an Atta, als ich noch nicht da bin. Erst wenn ich heilig bin, dann sei ein Ich ins Nirvana eingegangen, in dem es unerfasslich, aber doch abgegrenzt bestehe. Der Buddha selber nennt die positive Seite des Nirvana im 43. Samyutta mit vielen Umschreibungen als Befreiung von Gier, Hass und Irre. Das Ungestaltete, das Ende, das Wahnlose, die Wahrheit, das Jenseitige, das Volle, das Schwerersichtliche, das Unverwelkliche, das Dauernde, das Unauflösliche, das Unsichtbare, Ungesonderte, Stille, die Unsterblichkeit, das Erlesene, das Holde, den Frieden, die Durstversiegung, das Erstaunliche, Außerordentliche, Notlose, das Notlose Ding, das Unbedrängte. Die Entreizung, Lauterkeit, Erlösung, das Haftlose, Eiland, Geborgenheit, Zuflucht, Schutz, Übergang. Das, ihr Mönche, will ich euch zeigen. Im Kanon kommen hauptsächlich folgende drei positive Bezeichnungen vor. Erstens. Nirvana ist Amata, das heißt Unsterblichkeit. Samsaro dagegen ist Altern und Sterben, ist etwas Negatives. Nirvana als Unsterblichkeit ist der Sache nach ein Positivum in folgender Weise. Nirvana altert nicht, ist unverweltlich, könnte insofern als schönes Wesen bezeichnet werden. Nirvana leidet nicht, ist das Leidensende, könnte insofern als gesundes Wesen bezeichnet werden und wird es auch. Nirvana stirbt nicht, es ist insofern lebendiges Wesen. Nirvana gebiert nicht, es ist insofern immer gleich Vorhandenes. Das alles ist bei dem häufig verwendeten Begriff. Amata, Tatu, todloses Element, unsterbliche Artung zu denken. Zweitens, Nirvana ist das Asankata-Dhamma, das ungeschaffene Ding, während die Summe aller Sankhata dhamma den Namen Samsaro trägt. Aber wieso ist Nirvana ein Dhamma, wenn doch Dhamma das sechste Objekt ist und wenn alle Objekte Sankata sind? Nun, Nirvana ist das Ding, welches über allen Dingen ist oder das Endziel aller Dinge. Man könnte es insofern das Ding an sich nennen, wenn nicht eben jede Nennung schon wieder etwas Sankata wäre. Kein Ding lohnt sich dabei niederzulassen, kein Ding lohnt daher insoweit der Mühe. Auch beim oder im Nirvana kann ich mich nicht niederlassen, weil Nirvana gerade die Überwindung des Gegensatzes Ich, Nicht-Ich ist. 3. Nirvana ist ein Ayatana, Gebiet, Bereich, das uneinbegriffen ist, nämlich nicht einbegriffen in Sprache und Unterscheiden. Das Ding Nirvana ist von der Sprache eben nicht vorgesehen, ist darin so wenig einbegriffen, dass ein Buddha erscheinen muss, um es zu lehren. Das Uneinbegriffene ist ortlos, zeitlos. Es ist auch keine Kraft, sondern der Zustand der Vollkommenheit, dem gegenüber jedes Wort unvollkommen ist, auch das Wort Vollkommenheit. Selbst das Wort Nirvana ist noch einbegriffen. So lässt sich denn abschließend sagen, ein Tropfen hat nur so lange eine Begrenzung, solange er nicht in homogener Umgebung, das heißt solange er außerhalb des Wassers ist. Kommt der Tropfen ins Meer, so verliert er seine Grenze. Seine Grenze war das, was ihn vom Meer trennte und unterschied. Das Eingehen ins Nirvana ist nun ein Verlieren der Grenze, und zwar das Verlieren einer eingebildeten Grenze. Ist die Ich-Grenze fort, dann ist Nirvana. Ist die Begrenzung des Tropfens fort, dann ist er mehr. Es wird also nur ein Schein weggetan, dann ist der Zustand der Ununterschiedenheit. In gewisser Weise könnte man der Formulierung zuneigen, ein Wesen ist an sich immer und je im Nirvana, ist immer im eigentlichen Wunschlos, aber es glaubt dies nicht und weiß es nicht und baut sich als Hindernis davor. Werden die Schranken und Schleier aufgelöst, in mühevoller Arbeit aufgelöst, dann tritt das Immerseiende als solches hervor und zwar genau in dem Maße, wie das Wesen als Ich zurücktritt. Man kann auch sagen, ein Wesen sein und Nirvana sind sich ausschließende Gegensätze. Oder, wo das Wesen Person zum reinen Wesen Verbum wird, da ist es wesentlich geworden. Das Vermögen der Persönlichkeit ist, dass sie Sonderpersönlichkeit sei, sagt Meister Eckehart, der auch formulierte, das Heil sei des ungeschaffenen Wesens namenlose Istigkeit. Und so könnte man endlos fortfahren, in paradoxen Worten die Grenzen der Sprache zu verdeutlichen. Wichtiger jedoch ist daran zu denken, es wandert da nicht irgendwo ein Ich durch den Samsaro und kehrt da nicht irgendwann ein Ich heim ins Nirvana. Es war vielmehr kein Ich und kein Samsaro, es war nur ein Traum davon, der der Wachheit Platz macht. Wachheit heißt Bodhi. Der Buddha ist der Erwachte. Und Buddhismus ist die Lehre von und zu der Erwachung. Diese Erwachung ist das Nirvana. Zusammenfassung. Die Textstellen des Palikanons lassen sich in fünf Merkmale des Nirvana zusammenfassen. Das Nirvana ist Wunschlosigkeit, Wahnversiegung ist Erlösung von Gier, Hass und Irre. Das Nirvana ist das höchste Wohl. Die völlige Leidensvernichtung ist das größte Glück. Das Nirvana ist die Unsterblichkeit. Das Ungewordene, Ungeschaffene ist das Ewig Todlose. Das Nirvana ist unvergleichlich. Da alle Namen Gewordenes sind, ist das Ungewordene unbenennbar. Das Nirvana ist die Sicherheit. Jenseits der Gefahr der Vergänglichkeit. Ist der unvergängliche Kern das wahre Eigentliche?